Da ist er wieder da, der Meistertrainer mit dem HSV von 2011. Martin Schwalb übernimmt den HC Erlangen nach einem schwachen Saisonfinish letzte Saison, wo Johannes Selin aber immer noch den Klassenerhalt geschafft hatte. Und 4 Niederlagen zum Saisonstart. Jetzt also Selin Co-Trainer, Schwalb der neue Chef. Das erste Spiel in Bayreuth in der Oberfrankenhalle. Pokal, zweite Runde gegen Gummersbach, und Erlangen in den dunklen Trikots kam gut rein. Bauer am Kreis, gefunden von Nissen. Sie waren gut in den 1-gegen-1-Situationen. Sie stellten eine aggressive, starke Abwehr und sie machten ihre Tore über Nissen oder den Kreis. Schnelle 3-Tore-Führung auf 6:2 zog der HCE dann sogar weg, bis dann Gummersbach sich etwas besser einfand. Bertram Obling, die letzten 2 Jahre in Erlangen gespielt. Er fand ins Spiel, genauso wie Clement Verlin auf der Gegenseite. Und es wurde etwas offener. So ungefähr nach 10 starken Auftaktminuten von Erlangen brach deren Spiel. Und dann war es zeitweise überragend von Miro Schlurow. Hier in Überzahl die Übersicht für Blome, den Rechtsaußen. Schlurow stellte die Erlanger Deckung, die so gut begonnen hatte, immer wieder vor Riesenprobleme. Und mit einem Lauf von der ungefähr 15. bis 20. Minute drehte Gummersbach das Spiel so richtig um. Erlangen wehrte sich über Metzner. Letztes Tor der ersten Halbzeit, 12:15. Aber Gummersbach sah da aus, als hätten sie das Spiel gut unter Kontrolle. Und sie setzten sich auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ab, weil Erlangen offensiv sich wahnsinnig schwer tat. Vor allem aus der Ferndistanz ging nichts. Und Gummersbach hatte immer wieder seine einfachen Tore. Ohne Köster, ohne Einarsson halb rechts. Sie waren sehr ersatzgeschwächt. Und deswegen kam Erlangen dann doch noch mal ran. Ein paar Fehler der Kämpfer, vielleicht ein bisschen zu umständlich. Und Erlangen gleicht, obwohl sie schon mit 5 hinten gelegen hatten in der zweiten Halbzeit, doch noch mal aus. Schlussphase, Crunchtime. Mahé nimmt sich den letzten Wurf. Der Mann, der mit Frankreich alles gewonnen hat, der ist natürlich gebaut für solche Situationen. Gute 9 Meter, das Tor ins Glück. Oder nutzt Erlangen seinen letzten Angriff. Sie zogen sich noch einen 7 Meter. Und Gömmel, der junge 19-Jährige, der bis dahin alles getroffen hatte, der versagte hier einmal die Nerven. Ja, das war heute eine Miro Schlurow-Show. Ich dachte mir, komm, den letzten, den nehme ich mir. Der hat heute so viel getan. Da bin ich auch mal an der Reihe. Das Ende ist natürlich mega, mega, mega bescheiden für uns. Weil ich glaube, die Verlängerung hätten wir uns wirklich verdient mit diesem Kampf. Kann man wenig hinzufügen. Absolut war Erlangen auf Augenhöhe mit Gummersbach. Die Tendenz unter Neutrainer Schwalb geht in die richtige Richtung. Gummersbach löst sich aber das Ticket fürs Achtelfinale. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.